Liebe Radsportfreunde, willkommen zu Rainers Bike Talk. Heute wollen wir es mal ohne Teile machen. Heute geht es um 29er. Ich habe viele Fragen bekommen zu 29ern. Sind die Dinger denn besser als normale 26 Zoll Mountainbikes? Haben sie denn Vorteile? Bringen sie nur was, wenn ich riesig groß bin? Oder können 1,75 Meter große Leute damit auch richtig fahren? Oder wenn ich 1,60 bin? Fangen wir erstmal an. Warum gibt es denn überhaupt 26 Zoll Mountainbikes? 26 Zoll Mountainbikes entstanden aus einem Zufall. Die ersten Jungs, die mit den Mountainbikes durch die Gegend gefahren sind, waren ja unsere Freunde in den USA, die den Mount Tam runtergefahren sind mit ihrem Downhill Repack-Rennen. Und da haben sie alte zeitungsjungen Fahrräder genommen. Die hatten nun mal 26 Zoll Laufräder mit Ballonreifen. Irgendwann haben sie sich gedacht, naja, 26 Zoll und die Fahrräder ganz gut, aber alles ein bisschen schwer. Also, wo fangen wir an? Wir bauen andere Rahmen, damit wir vernünftiger auf diesen Rädern drauf sitzen. So entstanden also die ersten Mountainbike-Rahmen und da man nichts anderes als dicke 26 Zoll Reifen hatte, hat man die gleich weiterverwendet. Und das blieb so bis vor ein paar Jahren, als dann einige Hersteller angefangen haben, sich zu überlegen, okay, so klein ist nicht gut. Größere Laufräder bringen mir mehr Vorteile, zum Beispiel eine höhere Sicherheit, höhere Geschwindigkeit beim Bergauffahren, sicheres Bergabfahren und so weiter und so weiter. Problem war nur, die ersten 29er, die fuhren grottenschlimm wie Trekkingräder. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, okay, denn es war eine amerikanische Erfindung und bei den Amis gibt es keine Trekkingräder, also war das ganz richtig. Aber zum sportlich Fahren waren die komplett ungeeignet, finde ich. Also ich habe welche ausprobiert, das war kein Spaß. Da musste also noch ein bisschen entwickelt werden. Das wurde jetzt gemacht, die Sitzpositionen stimmen mittlerweile. Man sitzt nicht mehr auf dem Rad, sondern im Rad. Man hat relativ niedrige Tretlager. Man hat auch die Länge richtig hinbekommen und auch die Sitzposition auf dem Rad ist mittlerweile sehr sportlich. Es gibt also eigentlich keinen Grund mehr gegen einen 29er, außer man ist unter einem 1,70 Meter, finde ich jetzt persönlich, weil dann sehen diese riesigen Laufräder, dieser winzige Rahmen und die recht kleine Person dabei, sieht schon ein bisschen komisch aus. Und es fährt sich auch nicht so harmonisch wie ein 26er. Es ist auch gar nicht so einfach, einen vernünftigen 29er zu bauen, denn man muss doch schon sehr viel Entwicklung reinstecken. Das heißt, einfach irgendeinen Rahmen nehmen, 29 Zoll, also in Wirklichkeit natürlich 28 Zoll Laufräder mit dicken Reifen drauf machen, das bringt es nicht. Der Rahmen muss so designt sein, dass das Steuerrohr zum Beispiel sehr, sehr kurz ist, weil die Gabeln ja höllisch lang aufbauen. Man braucht eine angepasste Übersetzung und muss natürlich den Schwerpunkt des Fahrers, und das ist das Wichtigste beim Rahmendesign, so einkalkulieren, dass man vernünftig bergauf und richtig bergab fahren kann. Das können nicht viele Hersteller. Das beste 29er Racebike zurzeit ist zumindest laut einem Test eines amerikanischen Magazins, ein Epic 29er von Specialized, das S-Works-Modell. Sollte man einfach mal ausprobieren, wenn man die Möglichkeit hat, um zu sehen, ob ein 29er was für einen ist. Es funktioniert auch nicht bei allen Rädern, das Konzept von 26 auf 29 zu nehmen. Zum Beispiel gibt es einen kanadischen Hersteller, der hat ein 26 Zoll Rad mit 140 mm Federweg und hat dann den Rahmen umgestaltet, angepasst und hat ein 29 Zoll Rad draus gemacht. Leider fährt dieses Rad zum Beispiel sehr träge. Konnte ich auch ausprobieren. Also das 26er ist da noch besser. Es kommt also auch drauf an, wenn ihr 26 oder 29
gegeneinander abwägt, dass ihr tatsächlich so viel wie möglich ausprobiert und Probefahrt, und zwar richtig im Gelände auf euren normalen Trails. Und dann könnt ihr auch herausfinden, ob es das tatsächlich bringt mit den 29ern, denn sie sind bergauf schneller. Jeder, der mal mit einem Crosser durch den Wald gefahren ist, weiß das. Mit einem Crosser, also einem Querfeld-Einrad, ist man barbarisch schnell bergauf. Wesentlich schneller als mit einem normalen Mountainbike. Die 29 Zoll Laufräder haben den großen Vorteil gegenüber 26ern, dass sie besser über Unebenheiten wegklettern. Und bergab bei gemäßigt steilen und recht holprigen Downhills den Vorteil haben, dass man nicht ganz so gegen Unebenheiten gegenknallt, sondern einfach wesentlich besser drüber fährt. Das ist schon ein gewisser Sicherheitsaspekt, der zu beachten ist. Sie sind aber auch schwerer, träger. Das heißt, sie beschleunigen nicht so gut wie 26 Zoll Laufräder in leicht. Also müsst ihr einfach ausprobieren. Das könnt ihr natürlich hier bei uns tun. Wir haben jede Menge 29er Testbikes. Auch richtig gute, die tatsächlich als 29er entwickelt wurden. Kona zum Beispiel ist ein Hersteller, der war ganz von Anfang an dabei, 29er zu bauen. Das war auch eins der ersten, das ich gefahren bin. Vor 7 Jahren oder so, das fuhr noch nicht so doll, wie ich vorhin erzählt habe. Genauso war das damals mit Voodoo. Die fuhren auch noch nicht so toll. Mittlerweile ist das völlig anders. Die Dinge gehen wirklich ab wie Raketen. Es ist also, der Einsatzbereich eines 29ers, könnte man grob sagen, ist von Rennen, wo sie auf jeden Fall gut sind, bis zu sportlichen Touren. So richtige Knüppel-Freeride-Aktionen verträgt so ein Rad sicher schlechter als ein 26 Zoll, aber so für eine Sonntagnachmittagsfahrt durch den Wald ist ein 29er eine gute Sache. Mehr kann man wirklich nicht sagen. Nun, das war's für heute, liebe Radsportfreunde. Bis zum nächsten Mal und Happy Trails!